Und As-Sabr insbesondere im Eheleben. Das Eheleben hat Höhen und Tiefen. Und kein Mann ist perfekt, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die Männer heute werden nicht mal die Stufe der Sahaba erreichen. Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali, radiallahu anhum ajma'in. Und deswegen werden Männer auch einige Makel haben. Wie überlebt man, wie überlebt die Ehe durch Geduld? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Mann soll seine Frau verabscheuen. Und das gilt natürlich auch im Umkehrschluss. Keine Frau soll ihren Mann verabscheuen. Gefällt ihm, beziehungsweise eben gefällt ihr, ein Charakterzug nicht, so soll er sich an einen guten Charakterzug erinnern. Schaut euch an, diese prophetische Medizin. Du wirst nicht alles ändern können an deinem Mann. Also brauchst du Geduld. Denn Geduld ist die Quelle, aus der Nachsicht hervortritt. Wie kann ich nachsichtig sein? Also wie kann eine muslimische Frau nachsichtig sein, wenn sie Geduld hat? Wenn sie weiß, sie ist in dieser Ehe eingetreten für Allah, Jalla Jalaluhu. Nicht für meine Karriere, für mein Erlebnis im Leben, damit ich viel erreicht habe. Ich bin in die Ehe für Allah, Jalla Jalaluhu, mit dieser Absicht. Dann habe ich auch Geduld. So wie ich geduldig bin, zum Beispiel um zu beten. Es ist anstrengend manchmal, das Gebet ist sehr früh, sehr spät und trotzdem bin ich geduldig. Das Fasten, manchmal ist es vielleicht anstrengend und so weiter. Aber ich mache es für Allah und dann kann ich es ertragen. So soll auch die Ehe sein. Ich mache es für Allah, also kann ich es auch ertragen.